Herzlich willkommen zur 10. Challenge und vielleicht letzten. Das ist meine Matchball-Challenge. Herzlich willkommen in meinem schönen kleinen Wohnzimmer. Ich werde die Challenge heute nicht draußen machen. Ja, draußen ist es mir einfach zu kalt. Das geht nicht. Naja, gut, also, wenn du die Unterarmstütz-Challenge mitmachen magst, dann findest du hier auf der Seite wahrscheinlich eine ganze Latte, eine ganze Liste von den ganzen Challenges und Tutorials zu den Challenges, die wir gedreht haben. Also klick da quasi eins vorher rein oder zwei vorher rein, da erklärt Stefan, wie die Challenge abläuft. Ja, das ist meine Matchball-Challenge. Ich freue mich sehr, dass ich vielleicht versenken kann und das Ding gewinnen kann. Ich habe hier schon meine Gymboss-Timer gestellt. Ja, den siehst du hier. Ich habe mir einen 10 Sekunden Countdown gestellt und 6 Minuten oder 6 Minuten 10 als Arbeitszeit, da ich ja weiß, dass Stefan nur 6 Minuten geschafft hat und nach 6 Minuten 10 ist definitiv Schluss für mich. Wenn es dann also piept, dann habe ich gewonnen und ja, dann würde ich sagen, leider wirst du während der Übung meinen Kopf wahrscheinlich nicht sehen können, aber ich werde zusehen, dass du siehst, dass meine Knie und meine Hüfte immer schön nicht nur weg vom Boden sind, sondern auch auf einer Höhe sind. Da hast du, Stefan, dich relativ viel bewegt während deiner Challenge, muss ich ehrlich sagen. Das waren ja schon fast Pausenpositionen, aber wir wollen mal nicht so sein. Gut, also 6 Minuten 10 für mich ist die Ansage. Ich stopfe mir noch ein bisschen Musik in die Ohren und dann geht's ab in den Stütz. Und ja, los geht's. Oh, scheiße. Ich glaube, es waren knapp 3 Minuten erst, oder? Kann es sein? Ja, ich glaube schon. Oh, das hat weh getan. Ich habe diese scheiß Übung schon lange, lange nicht mehr separat gemacht. Ich bringe sie fast oft oder sehr oft auch im Training, aber selber, muss ich ehrlich sagen, habe ich sie lange nicht mehr geübt. 6 Minuten, holt ab, lieber Stefan. Das ist echt eine Ansage. Ich glaube, ich muss die Übung wieder öfter machen. Es zieht auch richtig schön und gut in den Bauch rein. Ja, ich werde mit dem Stefan wahrscheinlich zeitnah einen Live-Google-Hangout schalten. Wir werden dort drüber quatschen, wie wir die 11. Challenge gestalten. Denn einfach nur so bin ich mir fast sicher, dass ich die Challenge mir jetzt überlegt. Darauf lässt sich der Stefan nicht ein, das möchte ich auch nicht, sondern das letzte Finale, die letzte Schlacht, die darf dann schon was Besonderes sein, so dass es wirklich für jeden machbar ist, das Ding zu gewinnen. Und ja, krass scheiße, ich habe den Matchball nicht verwandelt. Na gut, versuch selber mal aus, wie lange kannst du in den Stütz kommen, wie lange kannst du wirklich schön gerade, stabil den Rumpf unten halten, schön in einer Linie möglichst. Und falls du quasi wissen möchtest, was es mit der ganzen Challenge auf sich hat, dann verlinke ich dir hier so auf der Seite ganz oben den Überblick zu allen Challenge-Videos. Und hier unten verlinke ich dir ein Video, wie ich den Unterarmstütz erkläre, beziehungsweise Coach Ami. Also, ja, bis die Tage und halt die Augen offen nach einem Live-Hangout mit Coach Stefan und mir. Peace.